Yo Leute, in der letzten Folge haben wir den Arenaleiter Walter herausgefordert und den dritten Orden erhalten. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten, Malvenfro City zu verlassen. Und ich würde mal sagen, da wir schon in der letzten Folge hier auf der Route 118 die Aroma Lady bekämpft haben, schauen wir uns mal hier die Trainer an. Willst du kämpfen? Auch wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du mit einem Pokémon, das Surfer kennt, das Meer überqueren. Auf Pokémon kann man sich immer verlassen. Okay, er vielleicht? Er will kämpfen. Yeah. Meine Melodie wird deine Seele erschüttern. Okay Leute, ich denke, ich werde dieses Video dieses Mal kurz halten, weil ich im Moment viele technische Probleme habe. Ich habe original 4 bis 5 Stunden gebraucht, um diese Aufnahme zu starten. Es gab richtig viele Lags in den Aufnahmen. Meine Stimme ist auch nicht durchgekommen. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Oh, Leona hat ein Item gefunden. Daher würde ich doch mal sagen, dass ich erstmal dieses Video kurz halte und mich mit dem zufrieden gebe, was jetzt gerade da ist. Falls es immer noch Lags gibt, verzeiht mir bitte Leute dafür. Und auch wenn mal zwischendurch meine Stimme auf einmal sich so anhört, als ob man da halt meine Stimme und das, was ich gesagt habe, rausgeschnitten hat, tut mir auch nochmal leid dafür. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Ich meine, seit 3-4 Wochen lief alles super. Jetzt habe ich halt angefangen mit dem Stream. Ich weiß nicht, ob das etwas damit zu tun hat, aber am Anfang konnte ich auch neben dem Streamen, ohne etwas an den Einstellungen zu ändern, weiterhin aufnehmen. Naja, heute war das leider so. Jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht aufgepasst, welches Pokémon jetzt eingeschickt wird. Naja, was heißt leider? Sowas gehört nun mal dazu, ist auch eine wichtige Erfahrung. Ich meine, wenn alles zu glatt läuft, ja, es ist okay. Das ist einfach nur eine Ermahnung für mich, dass ich equipmentmäßig mich allmählich, naja, entwickeln sollte. Alles, was ich jetzt eigentlich noch brauche, ist einen relativ vernünftigen PC, der, naja, einiges mitmachen kann. Oh, das sah eben richtig kritisch aus. Stellt euch mal vor, Magnetilo hätte einen Volltreffer gelandet. Aber okay, Leute. Ich habe ja schon einige Male erwähnt gehabt, dass ich halt hoffentlich bald einen neuen PC haben werde und naja, die Teile sind auch nicht unbedingt billig, je nachdem, was man für einen Computer oder was man für einen Laptop sich kaufen möchte. Deswegen muss ich noch ein wenig sparen, aber mit der Zeit wird alles, denke ich, alles gut, ja, mit der Zeit wird alles gut. Einfach nur dranbleiben und positiv denken und nicht aufgeben. Das habe ich verplant. Okay, ich sollte mich jetzt mehr auf den Kampf konzentrieren. Es kann auch sein, dass ich ein wenig lauter rede als in den letzten Videos, weil ich habe mich innerlich gefragt, ob ich vielleicht selbst lauter reden muss, damit das Mikrofon meine Stimme annimmt. Vielleicht, also ich denke schon, dass das zum größten Teil an dem Laptop liegt, aber ich bin sehr zufrieden, dass ich überhaupt das, was ich jetzt mache, machen kann, weil in der Anfangsphase konnte ich das gar nicht machen, was ich jetzt mache mit dem jetzigen Laptop. Aber gut, ich will jetzt hier nicht so rumjammern und meckern. Vielleicht kann das den einen oder anderen stören oder nerven. Aber ich denke, das sind wiederum Sachen, die hinter den Kulissen geschehen. Und vielleicht hat der eine oder andere Interesse, darüber zu werden oder darüber Wissen zu haben. Okay, jetzt könnte eben gerade einige Lags gegeben haben. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich diese Aufnahme jetzt zum zweiten Mal mache. Also als Let's Play. Ich hatte schon vorher ein knappes 18-minütiges LP aufgenommen. Aber das war so schrecklich, Leute. Das war so schrecklich. Ich dachte mir, okay, vielleicht lade ich das dann noch hoch, um halt euch zu sagen, Leute, tut mir echt leid. Bei mir sieht das momentan wirklich so aus. Ich werde auf jeden Fall da etwas tun, damit das sich ändert. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, das sind zu viele Lags. Das waren wirklich zu viele Lags, Leute. Ich habe das selbst nicht ertragen können. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn ich der Typ bin, der hier das Video produziert und ich überhaupt nicht zufrieden damit bin, wie sollen denn die anderen damit zufrieden sein? Ich meine, sowas passiert aber auch oft. Man mag eine Sache nicht, was man selbst produziert hat, aber das kommt bei den anderen richtig gut an. Aber ich beschwere mich ja nicht über den Content, den ich in dem letzten Video, ich sag mal, rübergebracht habe, sondern eher über die Qualität und das war echt unerträglich. Okay, naja, auf der Route 118, wo wir gerade waren, dort bräuchten wir die Attacke Surfer, um klarzukommen. Wir können aber auch hier entlang gehen und mal die Lage hier abchecken. Wo geht es hier lang?
Nee, ich glaube, ich gehe doch lieber erstmal den linken Weg. Den mittleren Weg knüpfen wir uns im nächsten Part vor, sage ich mal. So, will sie kämpfen? Ich habe meine Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm nie beigebracht habe. Ich war total überrascht. Ja, das hat so seine Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn ihr ein Pokémon auf Level 50 habt und dieses Pokémon hat schon die Attacken, die man eigentlich haben möchte. Aber auf einmal verlernt es diese Attacke beim Pensionsleiter. Naja, was soll's. Okay, ich würde mal sagen, bevor wir ins hohe Gras gehen, bekämpfen wir erstmal einige Trainer. Denn es sieht so aus, als ob Elias sich demnächst weiterentwickeln würde und Leona hat einen Item. Und falls der eine oder andere sich wundert, warum hat Jakob in diesem Part das 21. Level gehabt? Ja, ich hatte vorher gespeichert gehabt, nachdem ich den 18. Part aufgenommen hatte. Aber da es so krass geleckt hat, musste ich das Spiel nochmal von vorn anfangen. Jetzt nicht komplett von vorn, sondern ich hatte das schon mal woanders gespeichert. Aber ab dem Moment, wo ich Maike getroffen habe und von dort aus musste ich das eben gerade nochmal wiederholen. Das bedeutet, ich habe auch gegen Walter nochmal gekämpft. Okay, was mache ich jetzt? Genau. Elias, tausche ich aus mit Nero. So, jetzt bekämpfen wir mal diesen Kollegen. Nice. Ich bin mitten in einem Triathlon, aber lass uns trotzdem kämpfen. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt hier einige Trainer bekämpfen und dann gehen wir noch einmal ins hohe Gras und probieren mal aus ein weiteres Pokémon zu fangen. Denn jetzt befinden wir uns auf einer neuen Route und hier dürfen wir das erste Pokémon, was wir treffen, fangen. Okay, es ist ein Dodu. Vielleicht ist es nicht so klug, dass ich hier mit Elias im Kampf bleibe. Ich kann dennoch einmal Überwurf ausprobieren und eine Flugattacke würde ich, denke ich, aushalten. Verfolgung? Ach, Verfolgung. Das ist ein Kampf-Pokémon, daher. Nice. Nice, das war doch was Saftiges hier. Ich habe keine Energie mehr. Okay, dann solltest du mal eine kleine Verschnauspause einlegen, wa? Hallöchen, oh, sie will kämpfen. Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Okay, sie hört sich danach an, als ob sie eine Züchterin ist. Und tatsächlich, sie ist eine Züchterin. Dab. Lydia hat 6 Pokémon am Start. Okay, Lydia. Gar nicht übertrieben. Alles klärchen, was mache ich jetzt? Wir setzen einmal Mogelhieb ein, damit wir ein bisschen Schaden verursachen. Ja, bisschen, ne? Ey, was war das denn? Wir haben Wingull komplett KO'd, sag ich mal. So, den Rest erledigen wir mit Tackle. Ah, okay, das ist wiederum eklig, dass der Angriffswert sinkt. Aber Mogelhieb können wir jetzt sowieso nicht mehr einsetzen. Ich denke, Elias werde ich jetzt gleich rausswitchen. Goldini, okay, ich bleibe erstmal mit Elias im Kampf, damit es Erfahrungspunkte bekommt. Danach gehe ich rüber zu Nero. Naja, Goldini ist auch ein gefundenes Fressen für Nero. Wir sind auf jeden Fall im Typenvorteil. Routenschlag. Ja, Goldini wünscht mir anscheinend keinen guten Tag. Denn durch diese Attacke sinkt der Verteidigungswert. Was nervig werden kann, wenn ich von physischen Attacken angegriffen werde. So, Goldini, du wirst hier attackiert von der Attacke Kugelsaat. Bam! Noch 2. Treffer und das war's. Okidoki, so kann es auch aussehen. Krass, sie hat ganz schön viele Pokémon am Start, so nebenbei gesagt. Aber sie ist ja auch eine Züchterin. So, jetzt setzt sie Roselia ein. Das bedeutet wiederum, ich check mal Maxi ein wenig ab. Naja, Hauptsache Nero nicht, weil Giftattacken kann Nero wiederum nicht so gut verkraften. Logisch. So. Ohne dass wir Jaula einsetzen, setzen wir direkt Biss ein. Nice, ein Volltreffer. Ein Volltreffer. Maxi ist total konzentriert. Nice. Knilz? Ja, ich will dennoch Elias einsetzen, weil vielleicht können wir das hinkriegen, dass Elias sich in diesem Part noch weiterentwickelt. Es braucht nur noch einige Erfahrungspunkte, dann erreicht es das 24. Level, dann kann es auch losgehen mit der Weiterentwicklung. So, jetzt einmal Mogelhieb, denn jetzt können wir wieder Mogelhieb einsetzen. Sehr schön, Knilz ist zurückgeschreckt und einen ordentlichen Schaden hat es auch noch aufgenommen. Stachelspore, das ist nervig. Aber dennoch kommen wir durch. Gut gemacht, Elias.
166 Erfahrungspunkte. Okay. Meryl, wir bleiben noch ein bisschen. Ich kämpfe dennoch mit Ilias. Einigler, okay, das ist ätzend. Der Verteidigungswert steigt. Nice, Ilias ist richtig gut drauf. 148 Erfahrungspunkte. Eneko, nice, wir bleiben auf jeden Fall im Kampf. Auf jeden Fall. Typenvorteil. Überwurf. Ilias, pass auf. Ilias beherrscht dich. Ilias, das meinst du doch jetzt nicht ernst, oder? Ilias, komm schon, Junge. Lass dich nicht verführen. Eneko will dich verführen und dich dann angreifen. Okay, alles klar. Ich glaube, mit Ilias kann ich hier nichts mehr bewirken. Oder doch? Alles klar. Es wird wohl Zeit, dass ich Ilias rausnehme. Besser ist es auch. Okay, dann rüber zu Nero. Dann geht das hier auch ratfratz. Ratzfratz meine ich. Ich habe eben überlegt, ob ich vielleicht das Pokémon erstmal sagen soll oder das normale Wort. Aber ich dachte, komm, du sagst das Pokémon. Wobei ich eigentlich das als zweites sagen wollte. Aber irgendwie kam es so, wie es gekommen ist. Eneko, noch ein Treffer, das war's. Eneko, das war's. Nice one, 6 Pokémon, ey. Das passiert auch nicht jedes Mal. Okay, aber ich will mich ehrlich gesagt nicht darüber beschweren, weil ich selbst oft 6 Pokémon im Team habe, beziehungsweise das strebe ich immer an. Okay, Ilias hat jetzt einen weiteren Level bekommen. Ich meine, einen weiteren Level up. Ja, sie sehen sehr gut aus. So, jetzt müsste sich Ilias weiterentwickeln, weil es ein weiteres Level up bekommen hat. Nice! Tappe, tappe, tap, tap, tap. Tappe, tappe, tap, 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 tap. Tappe, tappe, tap, 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 tap. Oh, 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 oh. Es ist da. Ein Hariyama. Nice one. Eine weitere Weiterentwicklung. Na du, willst du kämpfen? Oh, ich glaube, ich sollte einmal ins Pokémon Center gehen. Wobei? Nee, das tut nicht Not. Ich habe ja einen Paraheiler. Später kaufe ich mir noch mehr, noch solche Items. Noch mehr von diesem Item. Genau, das ist das, was ich versucht habe zu meinen. Aber ich bin nicht da drauf gekommen. Das passiert manchmal. Er will nicht kämpfen, oder? Die Luft hier ist wunderbar frisch. Okay, er sieht... Nee, ist das ein Mädchen oder ein Junge? Finden wir es heraus. Ich trainiere mit meinen Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Könnte aber auch ein Mädchen sein. Die Person... Yo, definitiv ein Mädchen. Eine Herausforderung von Triathlet Jutta. Sie setzt Dodo ein. Okay. Hariyama. Schaut euch bitte Hariyama an. Nice one. Was für ein Damage. Was für ein Damage. Alles klar. Das war's mit Dodo. Ja, das war wohl zu heftig. Das ist aber auch klar gewesen. Ich glaube, ich muss wirklich mehr üben. Üben, üben, üben. Üben ist immer gut. So. Leute, ganz ehrlich. Diese Trainer, sag ich mal, knüpfen wir uns beim nächsten Mal vor. Wir gehen jetzt einmal ins hohe Gras. Und checken ab, was passieren wird. Mit wem wollen wir denn kämpfen? Mit Maxi? Ja, lieber mit Maxi. Hoffentlich KO'n wir jetzt das Pokémon nicht, welches jetzt erscheinen wird. Let's go. Oh, da ist es schon, Leute. Oh, ein Meryl. Nice. Ich werde mal versuchen, Meryl so zu fangen. Ich habe hier einen Hyperball. Ne, drei Hyperbälle. Ich werfe die erstmal, weil das ist mir gerade ein bisschen zu riskant. 1, 2, 3, 4. Nice. Okay. Gut. Dieses Pokémon benenne ich, da es ein männliches Pokémon ist. André.
Ja, ich benenne die Pokémon nach den Zuschauern. Also wenn einer von euch oder eine von euch sagt, yo, bitte benenne mich, bitte benenne die Pokémon nach mir, dann müsst ihr mir das nur einmal in die Kommentare reinschreiben, damit ich davon Bescheid weiß. So, André, richtig geschrieben, yes, yes, yes. Alles klärchen, dann ab ins Pokémon Center, würde ich doch mal so sagen. Und herzlich willkommen, André, im Team. Ich glaube, in die Spielhalle müssen wir nicht rein, weil, naja, ich sag mal, wegen dem Suchtpotenzial, wenn ich damit einmal anfange, kann es sein, dass ich da drauf hängen bleiben werde und dann geht es in einem Part vielleicht nur darum. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Cut. Hoffentlich gab es, wie erwähnt, nicht so viele Probleme in dem Video. Wenn, dann wisst ihr Bescheid, woran das liegt und ich hoffe, ihr könnt darauf Rücksicht nehmen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall an dieser Stelle für euren Support und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao, Leute!